So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 3. Wir sind hier gerade in Dogas Grotte. Okay, wo geht's denn hier lang? Oh, schön. Sonnenaufgang, was auch immer das ist. Gierdolch. Weißmoschus. Da schauen wir jetzt mal schön ins Inventar, was das alles jeweils ist. Ich glaube... Weißmoschus haben wir sogar irgendwann mal gefunden vorher. Ne, Schwarzmoschus. Erteilt heiligen Schaden, nett. Der Gierdolch, Angriff 110. Boah. Sonnenaufgang, ach, das ist ein Boomerang. Okay. Also alles keine Waffen, die wir gerade brauchen können, das ist schade. Ja klar, jetzt kommt natürlich erstmal wieder ein Gegner. Was zum Henker ist das denn? Für ein, also so eine Art Weibern wahrscheinlich. Lindwurm. Ich dachte, Lindwürmer können nicht fliegen. Egal. Blitz. Reizen wir ihn zur Sicherheit mal. Tada, und du analysierst ihn. So. Einmal reizen. Hat geklappt, wunderbar. Erdrutsch. Dürfte aber aushalten. Also Schaden macht er jetzt nicht. Ja, wobei er greift zweimal pro Runde an, das ist nervig. Lindwurm. 9650 Leben, aua. Schwäche Wind. Das blitzt natürlich jetzt nicht so wirkungsvoll, aber... besser als nichts. Wir können immer versuchen, ihn zu vergiften. Du reizt ihn wieder. Du machst Terrain. Und du machst nicht Aero, weil gerade der Tank geheilt werden muss. Klönk. Und ein bisschen Heilung. Mal schauen, ob Gift klappt. Ich hoffe mal. Natürlich nicht. Erdbeben klappt bei fliegenden Gegnern. Das finde ich immer sehr lustig. Eis, reizen, Terrain. Jetzt komm, mach's halt mal Vitra, dann ist er auf jeden Fall auch wieder richtig geheilt. So, deine Mutter zieht Autos. Nee, Mist, verdammt, hat nicht geklappt. Hoffen wir, dass das reicht. Ich glaube aber nicht. Doch, es hat gereicht, perfekt. Dann schmeißt sich jeder von den beiden erstmal eine High Potion rein. So steigen die Berufsstufen, das finde ich ziemlich geil. So, wir sind beide wieder halbwegs fit. Schauen wir mal, was es in diesem Raum zu holen gibt. Nichts. Der Stein ist ein bisschen grünlich. Nö. Der Raum ist einfach nur leer. Hm. Ist ja toll, nicht? Okay, dann müssen wir also hier lang. Aber kann man an den Quellen eigentlich? Nö, sich heilen wäre ja zu schön. Was zum... Zyklopen, okay. Ah, schlafen bringt nicht viel. Komm, probieren wir es mal mit Feuer. Du reizt Sicherheit ein, du machst Terrain und du analysierst erstmal. Reizen hat geklappt. Erdrutsch. Feuer. Na, feuerempfindlich sind sie wahrscheinlich nicht. Analyse. Zyklop. Oh, der hat aber kaum noch Leben. 4700 haben sie normalerweise. Keine Schwachpunkte, okay. Aua. Sie hauen aber hart zu. Komm, haust du mit drauf, du machst Terrain. Und du heilst dich selbst. Der dürfte jetzt hin sein. 700 Schaden dürfte er machen, oder? Ja.
Ein Erdrutsch gefällig. Und eine kurze Heilung für unseren Heiler. Auch Heiler haben ein Recht, selbst geheilt zu werden. Komm, den kloppen wir einfach mal eben weg. Und du heilst ihn. Na gut, dazu kommst du nicht mehr. Wenn da so eine Windklinge zwischengrätscht. So, dann dürfte es ja hier weitergehen. Ist auf jeden Fall eine Truhe. Chocobos Zorn. Was ist das denn für ein Item? Chocobos Zorn. Hier. Löst ein Inferno aus. Das muss ich im nächsten Bosskampf einsetzen, das Item. Chocobos Zorn. Löst ein Inferno aus. Ja, hier geht's weiter. Noch eine Truhe. Phönixfeder, Geilomat. Wir haben zwar Engel, aber Phönixfeder ist eine verlässlichere Sache, sag ich mal. Hört mal, Leute, ihr geht uns gerade tierisch auf den Geist. Komm. Kann ich auch gegen einen einsetzen, dann ist es sicherer, dass das auch ordentlich Schaden macht. Ein Erdbeben. Wunderbar, da haben wir gleich auf jeden Fall schon mal einen Toten. Ach. Nee, doch noch nicht. Die halten eigentlich ja gar nicht so viel aus, aber... Na, egal. Au. Jetzt aber. Gut, dann... Ach komm, ganz normal weiter. Du reizt. Du haust und du, heilst. Was du eben so gut kannst, ne? So, das Dickerchen mit dem einen Auge ist jetzt wahrscheinlich tot. Dann schmeißt sich Refia jetzt einfach eine High Potion ein, dann sparen wir Mana. Oder MP oder was auch immer. Ich meine, davon haben wir ja auch einige. Und die droppen ja auch gerne mal und ja, ihr kennt das ja. Da unten ist noch eine Truhe. Wenn man denn da durchkommt. Nemesis, ja, die sind doch relativ, ich sag mal, dankbare Gegner, was ihre Schwierigkeit angeht. Wusch, einmal angezündet. Ein Erdrutsch hinterher. Und tot. Ich finde es immer schön, wenn die sowas versuchen, was nie klappt. Wobei ich weiß gar nicht mehr, was der starre Blick genau macht. Muss ich zugeben. Der Heiler kommt zuerst dran, okay. Okay. Spätestens wenn das Feuer hinterherkommt, ist er tot. Jetzt ist er tot. Sehr praktisch, so ein Feuerchen. Berufsstufe gestiegen, yay, Berufsstufe gestiegen, yay, ich liebe es. So, lass uns zur Truhe. Noch eine Phönixfeder. Das war schon nice, ne? Aber das sieht so aus, als gäbe es gleich wieder einen Bosskampf. Ah, das sind die beiden. Sehr gut, ihr habt es geschafft. Wir müssen nun den Eureka-Schlüssel vervollständigen. Doch zuerst müsst ihr gegen Durga und mich kämpfen. Macht euch bereit. Was? Was? Aber nein, das können wir doch nicht. Hört mir gut zu. Vor langer Zeit gab es Waffen, die zu mächtig für die Menschheit waren. Diese Waffen wurden in Eureka versiegelt. Jetzt ist ihre Zeit gekommen. Und der Eureka-Schlüssel benötigt Drogas und meine Energie, um vollständig zu sein. Nein, wir können doch nicht... Droga, ohne... Wir können euch nicht bekämpfen. Aber es muss geschehen. Wenn ihr uns nicht besiegt, dann werdet ihr sterben. Droga greift dich an. Das heißt, es kommen jetzt zwei Bosskämpfe hintereinander? Was zum Henker?
Doga. Ich probiere das mal mit Eisgar. Du reizst zur Sicherheit, du machst Terrain. Und wir hatten doch Refleck, oder? Ja, einmal können wir das machen. Ich probiere... Ah ne, es kann nur auf einen. Dreck. Was war da sonst noch zusätzlich? Medica, Vitagar. Dreck. Aber Hast bringt uns nicht so viel. Dreck, was macht er denn dann? Analysiert er erstmal einfach. Ja, Reizen klappt nicht. Ein Erdbeben, okay. Ich bin mal gespannt, was Doga so kann. Eis. 2605, okay. Der saugt Lebenspunkte ab, das ist ja gemein. Hoffen wir mal, dass man ihn überhaupt analysieren kann. Doga? Ja, keine Schwachpunkte entdeckt, okay. Gut. Dann können wir auch direkt mit richtig heftigen Sachen rein. Komm, probieren wir Blitzgar. Du reizt wieder, du machst Terrain. Und du... Ja, komm. Mach's ein Vitra auf dich selbst. Und anschließend kriegt Ark, würde ich sagen, eine Magiebarriere, weil er der Einzige ist, der von Magie wirklich Schaden nimmt. Das heißt, in dem Fall, wenn das Saugen umgekehrt werden könnte, wäre das ziemlich geil. Sofern er nur saugt, das wissen wir noch nicht. Aber warum ist der alte Mann plötzlich sowas geworden? Das ist doch ein bisschen verstörend. Aua. Okay. Ich glaube, er schmeißt ihm jetzt einfach mal eine High Potion hin. Er reizt wieder. Sie macht Terrain und er macht jetzt die Reflex auf ihn. Der Rest nimmt von Magie einfach so wenig Schaden, dass es relativ uninteressant ist. Reizen klappt natürlich nicht. Aber er wird geheilt. Noch ein Erdbeben. Erdrutsch wäre stärker. Refleck, bitte sag mir, du saugst bei Ark. Das wäre ziemlich nett. Aua. Krittet natürlich beide Male. Das ist doch nicht wahr hier. Komm, Eisgar. Ja, reizen kann er eigentlich jetzt gerade nicht. Dafür hat er zu wenig Leben. Komm, einmal Vigra, dann ist er definitiv voll geheilt. Einmal wird auf ihn zurückgeworfen, das ist sehr schön. Erdrutsch, sehr schön. Vigra, perfekt. Wäre noch besser gewesen, wenn du früher dran gewesen wärst, aber so hilft's auch. So, jetzt haben wir nämlich wieder einen, der ist... Ach, das reflektiert nur einmal oder was? Das ist jetzt echt ein bisschen scheiße. Okay, reizen. Terrain. Und du machst jetzt mal Vigra auf alle. Ansonsten wird's eng. Natürlich klappt es nicht, das Reizen, aber eine Windklinge kommt. 3000 Schaden. Oh, er ist besiegt. Schwein gehabt. Puh. Ach ja, ich wollte doch eigentlich noch Chocobos Zorn ausprobieren. Stufe gestiegen, ja. Stufe von Refia gestiegen, auch sehr schön. Doga, nein. Jetzt bin ich an der Reihe. Zeigt mir, aus welchem Holz ihr gestützt seid. Oh nein, bitte nicht. Sei still. Jetzt ist nicht die Zeit zu reden. Und sorgt euch nicht. Selbst wenn unsere Körper vergangen sind, werden unsere Seelen bleiben. Und jetzt kämpft! Was zum...
Okay, die sieht aus, als würde sie eher auf physischen Schaden gehen. Ich probiere einfach mal entsprechende Sachen. Chocobos Zorn zum Beispiel. Du reizt, du machst Terrain. Analysieren wird eh nichts bringen. Du machst jetzt ein Vigrau auf alle. Klappt natürlich nicht. Schwein gab, dass sie mehrere verschiedene angreift. Ein Erdrutsch, wunderbar. Chocobos Zorn. Was auch immer das mit Chocobo zu tun hatte, aber egal. Einmal schön die Gruppe durchheilen. Zack, alle wieder voll. Wir hatten doch noch andere nette Items. Zeus Zorn zum Beispiel. Weißmoschus. Lilithkuss. Komm, machen wir mal den Weißmoschus. Du reizst, du machst Terrain. Ja, komm. Protess auf ihn, das wäre eine Idee. Reizen hat sogar geklappt. Weißmoschus hinterher. Heiliger Schaden. Ach, die macht auf sich selbst Protest. Hey, wir haben doch gereizt. Wieso konnte die jetzt plötzlich... Egal. Ein Erdbeben. Protest hilft nicht gegen Magie. Komm, beben. Reizen. Terrain. Und heilen. Flöhen. Reizen klappt sogar. Wir könnten auch Anti-Zap mal einsetzen, aber es ist ein bisschen riskant, da jemanden mit halben Lebenspunkten stehen zu lassen. Und da wir ohnehin nur Zauber einsetzen, die ja nicht dadurch gedämpft werden. Vorbei. Das Reizen klappt echt so gar nicht. Jetzt mal der heftigste Schadenszauber, den wir haben. Macht nur 2000 Schaden gegen die. Toll. Was haben wir noch? Komm, machen wir einfach mal Anti-Z. Vita. Die Folge wird heute aber ein bisschen länger. Also. Ein Erdrutsch. Schön. Ach, schon besiegt. Gut, dann ist die Folge jetzt gleich auch schon wieder vorbei. Ich würde sagen, ich beende sie dann einfach hier, bevor wir weitermachen. So, 4000 EP erhalten. Ich hoffe, ihr habt Spaß im Let's Play. Lasst konstruktive Kritik da. Vielleicht ein Däumchen, wenn es euch gefallen hat. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder das Let's Play Final Fantasy 3. Cheerio!